Liebe Geschwister, ich möchte heute über eine geehrte Persönlichkeit sprechen. Alle Prophetengefährten sind von Allah Ta'ala geehrt, denn er sagt im Koran über diese: Radiyallahu anhum wa radu an. Er ist mit ihnen zufrieden und sie, die Prophetengefährten, sind mit ihm zufrieden. Und unter den Prophetengefährten gibt es auch gewisse Stufen der Vorzüglichkeit. Alle sind vorzüglich, aber es gibt nochmal Stufen der Vorzüglichkeit. Und ich möchte über einen dieser besonderen Prophetengefährten sprechen. Omar, als er das Oberhaupt der Muslime gewesen ist, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, hat diese Persönlichkeit ausgesucht, dafür die Hajj, die fünfte Säule des Islams, zu verantworten. Er war also der oberste Hajj-Beauftragte vom Islamischen Reich gewesen. Und als Omar im Sterben lag und es darum ging, die politische Nachfolge zu regeln, hat er 6 Prophetengefährten ausgesucht, die alle namentlich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden waren, dass sie das Paradies von Allah Ta'ala bereits versprochen bekommen haben. Er hat sich also 6 ausgesucht und diese sollten unter sich das nächste Staatsoberhaupt ausmachen. Was passiert ist, 3 sind zurückgetreten, übrig blieben Uthman und Ali. Und diese Persönlichkeit, die wir etwas näher beleuchten werden heute. Diejenigen, die zurückgetreten waren, aber ursprünglich auch hätten der Khalif werden können, waren Sa'd ibn Abi al-Waqqas und Az-Zubayr und Talha. Und die übrig gebliebenen 3 einigten sich darauf, dass einer von ihnen, nämlich unsere heute behandelte Persönlichkeit, zurücktritt und dann entscheidet, wer von den beiden übrig gebliebenen dieses Amt übernimmt, nachdem er sich unter den Muslimen berät. Das heißt, entweder sollte es Uthman werden oder Ali, möge Allah Ta'ala mit beiden zufrieden sein. Wer war diese Person überhaupt jetzt, der wählen durfte, wer das Staatsoberhaupt der Muslime sein wird, der selbst zurückgetreten ist, um wählen zu können, nach Beratung unter den Muslimen, wer das nächste Staatsoberhaupt der Muslime ist? Wer ist diese Persönlichkeit, die gesamte Hajj zu verantworten hatte? Eine komplett zurückgezogene Person vom allen Weltlichen? Ja, arm und ständig in der Moschee und mit dem Koranlesen beschäftigt? Ja, so das Bild, was einige Leute von einer religiösen Person haben? Nein. Es war ein Millionär, liebe Geschwister, ein Millionär. Und immer unter Menschen gewesen. Warum? Er war Kaufmann gewesen. Er war Kaufmann gewesen. Wurde ihm dies in die Wiege gelegt? Ja, wir kennen einige reiche Jugendliche, die werden niemals erwachsen. Die kriegen diesen goldenen Löffel in den Mund seit der Geburt, aber leisten in Wirklichkeit selber nichts. Nein, liebe Geschwister, dies war alles hart erarbeitet. Und zwar 2-mal hart erarbeitet. Warum sage ich 2-mal? Weil als er ausgewandert ist von Mekka nach Medina für Allah Ta'ala, muss der komplett sein gesamtes Vermögen in Mekka zurücklassen. Das heißt, er kam nach Medina, ja, und konnte das Innere der Hosentaschen als Vermögen vorzeigen. Und einer der Geehrten aus Medina, er war nach einer Überlieferung der Wohlhabendste in Medina gewesen, Sa'd auch sein Name, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er fühlte mit ihm, weil er war auch, ja, sehr reich, Millionär, Allahu A'lam, aber er war auch sehr reich, wahrscheinlich Millionär. Und er sagte: Soll ich ihm nicht die Hälfte von meinem Vermögen geben? Und ich werde mich auch darum kümmern, dass du heiratest. Und wisst ihr was? Diese Person, die wir heute miteinander etwas näher kennenlernen werden, geantwortet hat: Möge Allah Ta'ala dich segnen, dein Vermögen segnen und deine Familie segnen. Zeig mir, wo ist der Markt? Er sagte: Nein, danke. Zeig mir, wo ist der Markt? Ich will arbeiten. Subhanallah. Wisst ihr, was das bedeutet, liebe Geschwister? Jemand, der sein Leben als reiche, wohlhabende, angesehene
Person verbracht hat, kommt pleite in eine neue Gesellschaft und hat die Wahl, wieder dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat, oder sich aber von ganz unten hochzuarbeiten. Und er sagt, ich wähle meinen Weg. Zeig mir, wo ist der Markt. Ich will wieder Handel betreiben. Das ist mein Geschäft. Subhanallah, eine geehrte Persönlichkeit, oder? Und diese Überlieferung war Anlass gewesen, liebe Geschwister, mich näher mit Abdurrahman ibn Auf auseinanderzusetzen. Wie gesagt, er war derjenige, der das Staatsoberhaupt der Muslime hätte sein können, aber es dann auswählte, nach Beratung unter den Muslimen. Und er war der Hajj-Führer gewesen, liebe Geschwister. Wisst ihr, was das für eine riesen organisatorische Arbeit ist? Ihr wisst, was alles bei der Organisation schiefgehen kann von großen Projekten. Ja, der Flughafen in Berlin und ja, Stuttgart 21 etc. Das sind Riesenprojekte. Da sind Zehntausende Menschen mit involviert. Und da werden Millionen, Abermillionen ausgegeben für solche Projekte. Und da geht es um die Sicherheit der Menschen. Und er war der Hajj-Führer gewesen, Abdurrahman ibn Auf. Und jetzt verbindet mal diese Ereignisse miteinander. Glaubt ihr, eine Person, die damals den einfacheren Weg gegangen wäre, übernimmt einfach die Geschäftsführung, ja, von bereits laufenden Geschäften? Und ihr wisst, wie das ist mit einigen Geschäftsführern. Die sind keine praktischen Geschäftsführer, sondern deren Name steht im Vertrag und die haben dann Leute, die für sie arbeiten. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Person oder dieser Typ Mensch am Ende die Hajj verantwortet? Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Person ein Staatsoberhaupt auswählen darf, beziehungsweise sogar Staatsoberhaupt hätte werden können? Nie im Leben. Aber er war selbstständig, liebe Geschwister. Eine selbstständige Persönlichkeit. Sagt nicht selbstständig, sondern sagt selbst, Pause, ständig. Selber stehst du im Leben. Du bist nicht abhängig von anderen Leuten. Du erarbeitest dir dich, deine Persönlichkeit, dein Vermögen, deinen Erfolg. Abdurrahman ibn Auf. Zeig mir, wo ist der Markt? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik wa fi malik wa ahlik. Ein Suq. Das ist eine Persönlichkeit, liebe Geschwister. Und natürlich hat er das einen Preis gehabt. Denkt ihr, das war einfach für einen Berg aus Stolz, dann wieder kleine Geschäfte auf dem Markt zu machen? Einige Leute reden wohl, ah, guck da, damals war er Millionär. Ihr wisst, damals gab es nicht nur Wohlwollen in Medina. Es gab auch andere, die den Muslimen nicht das Gute wünschten. Ah, guck, da ist der einzige große Star und jetzt, ja, macht der kleine Geschäfte hier und da. Aber er arbeitete sich hoch. Und nach einer kurzen Zeit hat er bereits geheiratet. Und der Prophet Mohammed hat ihn gefragt, was hast du als Brautgabe gegeben? Und er hat eine stattliche Summe an Gold erwähnt. Dann war er wieder da, wo er vorher stand. Vielleicht noch weiter. Aber aus eigener Kraft heraus. Und er schluckte diesen Stolz. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was in unserer Umma stark verbreitet ist. Und ich meine nicht den positiven Stolz, ich meine den negativen Stolz. Was mich freut, liebe Geschwister, ja, wir haben seit 97 diesen Verein im Sinne von auch den Räumlichkeiten. Und mich freut, dass der ehemalige Vorsitzende, ja, der große Boss, der kümmert sich jetzt beispielsweise um Verwaltungsangelegenheiten. Irgendwo ist irgendwas kaputt gegangen, er kommt mit der Bohrmaschine und repariert das mit einem anderen Bruder zusammen oder alleine. Alhamdulillah, dass dieser, wenn der falsche Stolz nicht im Herzen ist. Weil dann kannst du überall für die muslimische Umma etwas tun, ohne dass dein falscher Stolz dich davon abhält. Dann kannst du irgendwo Schrauben reindrehen, dann kannst du irgendwo staubsaugen, dann kannst du irgendwo Entscheidungen treffen oder aber auch nicht oder mal wieder nicht. Selbstständigkeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er befahl den Muslimen Folgendes. Er sagte, jeder Muslim ist verpflichtet zu spenden.
Wie wirkte das auf die Prophetengefährten? Einige fragten, o Gesandter Allahs, und was ist, wenn man nichts hat zum Spenden? Das ist eine berechtigte Frage, weil die Pflicht, ja, der Hadith ist in Bukhari, die Pflicht besteht für jeden Muslim. Was ist, wenn man nichts hat? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dann möge er mit seinen Händen arbeiten gehen, etwas für sich selbst tun und spenden. Das heißt, das war ein Grund, liebe Geschwister, für Sahabis arbeiten zu gehen. Vielleicht waren sie wohlhabend gewesen, vielleicht hatten sie das nicht nötig gehabt, arbeiten zu gehen. Aber weil ja jeder selbst spenden soll, dann sind sie arbeiten gegangen. In Zeiten der Armut, auch in Bukhari erwähnt, immer wenn uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auftrug, etwas zu spenden, dann sind wir extra zum Markt gegangen und haben als Träger gearbeitet. Hin und her und Einkäufe, ja, als Boten, als Träger und als Boten. Damit wir danach etwas spenden konnten. Und einige fragten weiter, und was ist, wenn man keine Arbeit findet? Der Prophet sagte dann, sallallahu alaihi wasallam, dann möge er einem Bedürftigen helfen. Es gibt Senioren, für die kann man einkaufen, kochen, die Wohnung aufräumen oder Wichtigeres, sie im Leben begleiten, Gespräche führen, spazieren gehen, das Herz öffnen, zwei Ohren schenken. Oder Menschen, die an Krankheiten leiden, die im Krankenhaus sind oder chronisch krank sind. Oder Menschen mit körperlichen Behinderungen. Der Prophet sagt also, sallallahu alaihi wasallam, dann unterstütze einen Bedürftigen. Und einige fragten wieder weiter, ja und was ist, wenn das auch irgendwie nicht möglich ist? Man findet niemanden. Weil diese Menschen sind begehrt gewesen bei den Prophetengefährten. Den ging schon gut, ja? Nein, mir geht's schon gut. Heute ist etwas ganz anderes, ganz allein im Stich gelassen. Viele Menschen leben das Leben einer Pflanze ganz allein. Irgendwo praktisch in ihrem Blumentopf, im Altersheim oder vereinzelt, isoliert. Aber bei den Sahabis waren diese Menschen damals, ja, selten gewesen. Ja, was, wenn man niemanden findet? Da merkt man schon. Man sieht den Zustand der Gesellschaft, dieser idealen Gesellschaft, daran, dass die Frage überhaupt existiert. Ja, was, wenn man niemanden findet? Und dann hat der Prophet zusammen mit der allgemeinsten Antwort geantwortet, die existiert. Dann soll er Gutes tun und sich vom Schlechten zurückhalten, dann soll das für ihn als Sadaqa gelten, als Spende gelten. Aber an allererster Stelle, liebe Geschwister, man geht arbeiten. Und sei es, dass man irgendwelche einfachen Arbeiten wie Botengänge oder Einkäufe tragen, erledigt. Um spenden zu können und aber auch um selbstständig zu sein, weil der Hadith sagt ja, dann tut er etwas für sich und dann kann etwas für andere tun. Oder man unterstützt Bedürftige. Und wenn man keine Bedürftigen findet, dann sollte man versuchen, allgemein Gutes zu tun und sich vom Schlechten zurückzuhalten. Was lernen wir daraus, liebe Geschwister? Ein Muslim ist niemals arbeitslos. Dieses Wort arbeitslos existiert bei ihm nicht. Arbeitslos? Welche Sprache ist das? Ja? Vielleicht ist er nicht erwerbstätig. Erwerbstätig definiert als, man tauscht eine Arbeitsleistung gegen ein Gehalt. Das ist erwerbstätig. Nicht alle von uns können immer erwerbstätig sein. Ja, das sind die Gesetze des Marktes. Sunnatullah, wenn man so will. Aber jeder von uns, liebe Geschwister, kann ein Arbeiter sein. Auch wenn er dafür kein Geld bekommt, auch wenn der Bedürftige unentgeltlich hilft, also arbeitet oder allgemein Gutes tut und sich vom Schlechten zurückhält. Der Muslim ist also niemals arbeitslos. Vielleicht mal nicht erwerbstätig, aber niemals arbeitslos, liebe Geschwister. Das heißt, wir engagieren uns. Sollten wir freie Zeitbudgets haben? Wir informieren uns, wo können wir etwas Gutes tun? Wo sind die Bedürftigen, denen wir etwas Gutes tun können? Oder wo ist das Praktikum, das Unbezahlte, was mich trainieren wird, was mich auch im Rhythmus halten wird? Weil es sehr schwer ist, wenn man erstmal aus dem Rhythmus gekommen ist, dann nochmal morgens aufzustehen, ja, und in die Bahn und dann arbeiten und dann vom Chef ein bisschen böse angeguckt werden, dann mit lauter Stimme ermahnt werden, oh nee, das gefällt mir nicht, ich suche mir eine andere Arbeit, weil der Chef war irgendwie, ja. Besser, du bist im Rhythmus drin, du kannst was aushalten. Ja, hast eine dicke Haut, nicht so sensibel und wackelig.
Selbstständigkeit. Der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei Allah, sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, es ist besser für euch, dass ihr ein Seil nehmt und Brennholz irgendwo sammelt und bündelt und dann auf eurem Rücken dies zum Markt trägt, um es zu verkaufen, anstatt dass ihr Leute nach etwas fragt und sie geben euch oder sie halten es zurück oder sie geben euch nicht. Das ist besser für euch. Und er hat geschworen, besser du hältst dich auf irgendeine einfache Art und Weise selbstständig, ohne dass du von anderen dich abhängig machst. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, al-yad al-ulya, die obere Hand, khayrun min al-yad as-sufla, ist besser, deswegen nehme ich auch die linke Hand hier, ja, ist besser als die untere Hand. Sprich, die gebende Hand, die etwas gibt, ist besser als die untere Hand. Die gebende obere Hand ist besser als die nehmende untere Hand. Das soll uns motivieren, liebe Geschwister, zu den oberen Händen im Leben zu gehören. Das heißt, wir haben, wenn wir uns das merken wollen, jeder Einzelne trägt die Verantwortung, selbstständig zu sein. Und jeder sollte umgekehrt selbstständig seine eigenen Verantwortungen tragen. Nicht, dass andere dir ständig hinterherrennen müssen. Ja, hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Hast du dich schon für die Prüfung vorbereitet? Hast du schon dieses Formular ausgefüllt? Hast du dieses und jenes bereits besorgt? Warst du schon beim Arzt gewesen? Diese Leute in Wirklichkeit, sie brauchen wir im Leben nicht, liebe Geschwister, aber wir müssen selber unsere Verantwortlichkeiten tragen. Selbstständig unsere Verantwortungen tragen und wir haben eine Verantwortung dazu, selbstständig zu sein. Allah Ta'ala sagt im Koran, innahum mas'ulun. Wahrlich, sie sind Verantwortliche. Dazu später mehr. Wir alle, liebe Geschwister, al-mas'uliyya in der arabischen Sprache, die Verantwortung. Wir alle tragen Verantwortung. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'a. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Sind nicht alle von euch Hirten, ein Hirte, ja, der sich um seine Herde zu kümmern hat? Und jeder Hirte trägt Verantwortung für seine Herde, für diejenigen, die ihm anvertraut sind. Jeder Einzelne. Das heißt, du bist etwas jünger. Du bist angesprochen. Warum? Du hast auch eine Herde, die ist um dich herum. Etwas Jüngere, die gucken, sagen, der ist stark, der kann gut Fußball spielen oder der gibt immer gute Antworten. Ich guck auf ihn. Das heißt, wenn du eine Zigarette rauchst, dann hast du eine Herde, die wird dir nachkommen. Weil die Herde geht dorthin, wo der Hirte hinläuft. Weil dort verspricht sie sich das Gute. Weil der Hirte bringt ja jemanden zu den Weiden. Jeder einzelne von uns, laut den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trägt diese Verantwortung. Und er hat Leute um sich herum, die sich an ihn orientieren oder für die er diese Verantwortung trägt. Und das Wort Mas'ul kommt dann auch hier in der Sunna vor. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Wie auch zuvor im Koran. Mas'ul. Was bedeutet Mas'ul? Sa'ala, yas'alu, ist das Fragen im Arabischen. As-sa'il ist der Fragende und al-mas'ul ist derjenige, der zu antworten hat. Der Antwortende in dem Sinne. Verantwortung ist dasselbe Wort. Mit genau derselben Bedeutung. Der Verantwortliche ist im Arabischen auch der Mas'ul, al-mas'ul. Und im Englischen genauso. Responsible. Ja, derjenige, der respond bedeutet, zu antworten, zu reagieren.
Und jeder einzelne von uns, liebe Geschwister, jeder einzelne wird befragt werden am Tag des Gerichts. Es gibt gewisse Naturgesetze, die Allah Ta'ala erschaffen hat, die werden uns dazu verhelfen, Verantwortung zu tragen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, er gab uns 3 Ratschläge mit. Er sagt, wer immer sich auch zurückhält, andere zu fragen, den wird Allah das Erbetteln oder das Fragen nach den Menschen ersparen. Sprich, derjenige, der selbstständig lebt, den wird Allah Ta'ala davor bewahren, abhängig von anderen zu sein. Leb ein Leben in Selbstständigkeit. Und du wirst von Allah Ta'ala das Geschenk bekommen, bis zu einem großen Grade unabhängig zu sein. Das ist absolut nicht möglich, weil das ist Allah Ta'ala allein, Al-Rani, der absolut Unbedürftige. Der nächste Ratschlag vom Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, sei genügsam und Allah Ta'ala wird dir reichlich geben. Das heißt, Reichtum besteht nicht darin, nach vielem zu streben, sondern mit dem Wenigen klarzukommen oder mit Wenigem klarzukommen. Nicht viel zu benötigen und das als Lebensstil, als Lebensphilosophie zu haben. Und Allah Ta'ala wird dich dadurch reich machen, nur dadurch, dass du genügsam lebst, dass du aus Wenigem viel machst und nicht umgekehrt wie andere Menschen aus vielem wenig. Und drittens, wer sich geduldet, den wird Allah Ta'ala Geduld schenken. Das heißt, durch Selbstständigkeit erreicht ihr ein großes Maß an Unabhängigkeit, durch Genügsamkeit erlangen wir Reichtum und durch uns Gedulden wird Allah Ta'ala uns Geduld schenken. Und das brauchen wir auf diesem Weg, erstens selbstständig sein zu können, und zweitens dann auch für andere Verantwortung zu tragen. Abdurrahman ibn Auf hätte locker sagen können, ja, ich nehme dein Angebot an, ich führe diese Geschäfte weiter. Aber er hätte dadurch seine Selbstständigkeit aufgegeben. Er hätte etwas von seiner Persönlichkeit verloren. Das heißt, er hätte Geld gegen Persönlichkeit getauscht. Und welch schlechter Tausch ist Geld gegen Persönlichkeit? Umgekehrt, Persönlichkeit gegen Geld. Wisst ihr, wo ich die letzten 4 Hadithe gefunden habe? Allesamt in Bukhari. Unter welcher Überschrift? Ja, wir sind jetzt beeinflusst von diesen oft gefallenen Wörtern Selbstständigkeit und Verantwortung. Ja, vielleicht hat Bukhari so ein Kapitel gemacht und dann dort diese Hadithe aufgeführt. Aber nein, liebe Geschwister, im Buch der Zakat. Im Buch der Zakat. Das heißt, dahinter ist nicht nur ein wirtschaftliches System, die Zakat, sondern es ist eine Lebensphilosophie. Man bekommt gelehrt, halte dich selbstständig, das ist eine Lebenshaltung. Dann wirst du mit Zakat nichts zu tun haben, außer als Zahlender, nicht als Zahlungsempfänger. Es ist eine Charakterschule. Es ist nicht nur, da geht es nicht nur darum, wer wann was an wen zahlen muss, sondern die Zakat, liebe Geschwister, ist eine Charakterschule. Das hat Bukhari verstanden und deswegen diese Charakterhadith in Anführungsstrichen, ja, unter der Zakat aufgeführt, unter dem Kapitel der Zakat. Wenn wir das uns jetzt anhören, und auf unser Leben übertragen, liebe Geschwister, auf unser Leben. Das heißt, auf die Schulzeit. Wir sind in der Schule, wir sind Schüler. Oder in unserer Ausbildung. Oder Studium oder auf der Arbeit. Dann müssen wir alle eins werden. Streber. Ich weiß, wir mögen dieses Wort nicht. Keiner will Streber sein. Ja? Aber unsere Religion befiehlt uns, Streber zu sein. Du sollst ganz vorne bei den Lehrern sitzen. Warum? Jibril alaihi salam, als er in Form eines Mannes zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, um die Schüler-Lehrerrolle einzunehmen, wo hat er sich hingesetzt? Am Ende vom Kreis der Prophetengefährten? Nein, er ging direkt zum Propheten hin, sallallahu alaihi wasallam, hat sich vor ihm hingesetzt, Knie an Knie, ihre Knie haben sich berührt.
Und dann hat er ihm seine Fragen gestellt, um sie später zu beantworten. Subhanallah. Das heißt, wir machen unsere Hausaufgaben und die Extraaufgaben. Und wir sind in Lerngruppen drin. Und wir haben einen anständigen Schreibtisch. Und wir haben alle Instrumente, die wir brauchen. Bleistift, Radierer. Warum? Allah Ta'ala sagt, wir müssen selbstständig sein. Allah will, dass wir Verantwortung tragen. Und wie kann das funktionieren, wenn wir uns in der Schule verhalten wie kleine Babys, denen man noch die Flasche in den Mund reinstecken muss und wo man sich immer sorgen muss, ist dies in Ordnung, ist das in Ordnung? Nein, wir müssen selber auf unseren eigenen Füßen stehen. Ich weiß, es fällt uns schwer. Aber ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr 13, 14 seid, dann redet mal mit den 16, 17-Jährigen, die jetzt von der Schule abgegangen sind. Die auf einmal dann das Leben verstanden haben. Nach 3, 4, 5 Monaten, nachdem sie aus der Schule draußen sind, dann haben sie das Leben verstanden. Und die werden euch die Realität beibringen, wie wichtig es ist, in der Schule richtig aufzupassen und voll dabei zu sein. Und wie vieles würden sie dafür geben, um zurückzukehren in die 6. oder 5. Klasse oder in die 7. Klasse, um es dann anders zu machen, um dann 2 oder 3 Jahre länger in der Schule sein zu können. Tut euch selbst den Gefallen, liebe 13, 14-Jährige, liebe 12-Jährige. Redet mit den etwas Älteren, die aufgewacht sind durch die frische Luft der harten Welt da draußen. Ja, die Schule ist immer noch ein, Alhamdulillah, immer noch ein Hort, immer noch ein Platz der Geborgenheit, immer noch ein Platz des Spiels im Vergleich zur Ausbildung oder zum Studium oder noch härter zur Arbeit. Und überhaupt, das ist eine Lebensphilosophie. Ich kenne einen Bruder und ihr kennt ihn auch. Hat mir erzählt, der hat ein Haus gekauft und selbst renoviert er dieses Haus. Das ist stark renovierungsbedürftig. Das heißt, er hat die Wasseranlage installieren müssen und es hätte ihn 14.000 Euro gekostet. Was er bezahlt hat, ist 1.200 plus 30 Stunden eigener Arbeit. Das heißt, pro Stunde, die er gearbeitet hat, hat er sich 400 Euro gespart. Pi mal Daumen. Und dass er sich seine Fenster hat einsetzen lassen, dass er sich selbst seine Fenster eingesetzt hat, hat ihn 14.000 Euro gespart. 14.000 Euro. Mehr, als er für die Fenster selbst ausgegeben hat. Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, es freut mich, euch sagen zu können, das ist kein Handwerker. Das Einzige, was er gemacht hat im Leben, war 3 Monate Schlosserpraktikum. Hat er ein bisschen gelernt, so, was ist ein Hammer, was ist ein Schraubenzieher und solche Basics einfach. Und danach Learning by Doing. Ein bisschen YouTube-Videos anschauen, ein paar Kollegen fragen und dann selber machen. Wisst ihr, was mich noch mehr freut? Er ist der erste Vorsitzende von diesem Verein. Kann selbstständig sein Leben durchführen, liebe Geschwister, und er kann auch für andere Verantwortung tragen. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, wenn wir Verantwortung tragen, dann werden wir ein entspanntes Leben führen. Es ist seltsam. Wir tragen Verantwortung, aber wir werden ein gutes Leben führen. Und wir werden ein Leben führen, wo wir uns mit uns selbst zufrieden sind. Und ich gebe euch die Antwort direkt aus dem Koran. Warum? Weil wir sind dazu erschaffen worden, Verantwortung zu tragen. Und wir selbst haben dies bejaht. Nicht, dass wir das auferlegt bekommen haben, einzig und allein. Allah Ta'ala hat uns sogar noch gefragt. Und wir haben alle Ja gesagt. Lest in der 33. Sure nach. Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaquna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala spricht. Er hat im übertragenen Sinne die Verantwortung, das anvertraute Gut, Al-Amana, wonach Allah Ta'ala auch fragen wird. Er hat es den Himmeln angeboten, in der Mehrzahl. Die weltlichen Wissenschaftler, für sie ist das Universum mit Sternen gefüllt. Und der Prophet sagte aber, sallallahu alaihi wasallam, der unterste Himmel ist mit den Sternen geschmückt.
Und der unterste Himmel ist im Vergleich zum zweiten Himmel so wie ein verloren gegangener Ring in der Wüste. So riesig ist das Universum. Und die Himmel und die Erde und die Berge haben von Allah Ta'ala angeboten bekommen, Verantwortung zu tragen. Gebote erfüllen zu müssen. Und sie haben gesagt, nein, sie haben sich davor gescheut. Sie haben dies abgelehnt. Aber der Mensch, er hat es getragen. Gut, in der Verantwortung ist er nachlässig. Wir vergessen, wir vernachlässigen, wir sind töricht, wir sind ungerecht. Ja? Wir werden der Verantwortung nicht gerecht. Aber Allah hat uns gefragt und er wusste, wie er uns erschaffen hat. Und er kannte bereits die Antwort, bevor er uns gefragt hat, bevor wir gefragt worden sind. Wir wollten Verantwortung tragen. Und das macht uns dann auch zu etwas Besonderem. Kennt ihr, wenn irgendwo jemand einen Berg besteigt und sie sind ganz stolz, als ob der Mensch den Berg bezwungen hat? Oh, die Berge. Nein, nein, nein. Die Berge, sie schauen so zu uns hoch. Oh, der Mensch. Dadurch sind wir etwas Besonderes. Dadurch verwirklichen wir unseren Lebenssinn. Und dadurch werden wir uns gut fühlen, wenn wir Verantwortung tragen. Und wenn wir keine Verantwortung tragen, wir werden uns schlecht fühlen. Warum? Wir werden nicht zu dem gebraucht. Wir gebrauchen uns selbst nicht zu dem, wozu Allah Ta'ala uns erschaffen hat. Und so können wir niemals glücklich werden, liebe Geschwister. Einer meiner ehemaligen Klassenkameraden, damals bevor ich auch den Weg gefunden habe oder ihn gezeigt bekommen habe von Allah Ta'ala, Alhamdulillah, Allahs Lob gebührt ihm, er erzählte mir, er war derjenige, der böses Gift in die Schule reingebracht hat. Schlimmes Gift, liebe Geschwister. Gift, vor dem Allah Ta'ala in härtesten Worten warnt, dass man sich davon fernzuhalten hat. Nicht nur, dass es verboten ist, sondern komm nicht in die Nähe dessen. Solches Gift hat er in die Schule reingebracht. Aber er dachte, es wäre gut. Und andere dachten, es wäre gut. Und er sagte mir eines Tages, weißt du, oft bin ich in der Schule, nicht wegen der Schule, der hat sich nicht dafür interessiert. Aber ich komme zur Schule, weil ich weiß, Leute warten auf mich und brauchen mich. Ajib, hm? Für das Schlechte, für den Teufel, für das Gift trägt er Verantwortung. Aber wo tragen wir unsere? Für das Gute, für Allah Ta'ala, für die Wahrheit, für das Wohlwollen, für das Wohlgefallen Allah Ta'alas und für das Wohlbefinden der Schöpfung. Und eins habe ich gelernt, liebe Geschwister, aus dem Leben gelernt. In Wirklichkeit tragen wir keine Verantwortung, sondern sie trägt uns. Wir tragen keine Verantwortung, sie trägt uns. Das heißt, dort, wo wir Verantwortungen haben, dort werden wir getragen von diesen Verantwortungen. Weil ansonsten würden wir wie tote Fische mit dem Strom schwimmen. Wir hätten keinen eigenen Antrieb, keine eigene Kraft, kein wirkliches Leben. Sondern da, wo der Strom uns hin spülen möchte, irgendwelche Dreckslöcher, da werden wir dann auch reingespült. Aber nur starke Fische, liebe Geschwister, schwimmen gegen den Strom. Kennt ihr die Lachse, ja, die gegen den Strom schwimmen und sogar teilweise Erhöhungen überspringen und dann gegen den Strom weiterschwimmen? Ach, das ist der Hunger wieder, der hier durchkommt. Ja? Aber es ist ein schönes Bild. Nur starke Fische schwimmen gegen den Strom. Und die Verantwortung, liebe Geschwister, sie trägt uns. Da, wo wir Aufgaben haben, manchmal, wenn wir keine Verantwortung tragen, ja, warum soll ich in die Moschee kommen? Ach nee, ah, das Spiel ist ja so interessant und oh, ich habe so viel gegessen und ja, ach, reit inshallah. Und wir sinken noch tiefer in die Couch. Aber wenn du dich hier um die Technikanlage zu kümmern hast oder um das Staubsaugen, ja, und ich fand das irgendwie auch schön von der Schwester, die gesagt hat, nein, ich muss doch fertig staubsaugen. Es war schön, Alhamdulillah. Weil das ist ihre Verantwortung gewesen. Warum hat der Bruder auch, der Koran gelesen hat, sie unterbrochen? Ja? Ich fand das, weil das ist eine Verantwortung. Und das bringt sie in die Moschee. Das bringt ihn und sie in die Moschee, weil sie Verantwortung tragen. Aber so werden wir vielleicht vom Fernseher.
Von daher, warum sage ich das alles? Ich weiß, was ihr erwartet habt. Ihr habt erwartet die 27. Nacht und ihr wolltet in einen Rausch versetzt werden. Wird alles kommen, inshallah. Halal Rausch, Allah Ta'ala wird euch motivieren, wird euch dieses Gefühl in euer Herz direkt geben. Dazu braucht ihr heute den Imam nicht. Und ihr wisst sowieso alles gut. Alhamdulillah. Das sind doch Standardsachen, oder nicht? Über die 27. Nacht und wie wertvoll diese Nacht ist. Wir werden auch daran erinnert werden, zu gegebener Zeit. Aber warum wähle ich dieses Thema? Weil es mit der 27. Nacht zu tun hat. Aber zuerst werden wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten, denn er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, liebe Geschwister, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass nichts außer dem Bittgebet das Schicksal zu verändern vermag. Nichts außer dem Bittgebet vermag das Schicksal zu ändern. Al-Qadr, das Schicksal. Qatada, einer der Tabi'un, der den Koran kommentierte, sagte, aufbauend auf den deutlichen Text im Koran, er sagte, dass in dieser Nacht die Angelegenheiten bestimmt werden. Ja, wer stirbt, wer heiratet, wer versorgt wird und in welchem Maß er versorgt wird, in dieser Nacht. Das heißt, wenn wir in dieser Nacht Bittgebete nach oben schicken, liebe Geschwister, dann hat das, wie wir bereits gelernt haben, einen positiven Einfluss auf das Schicksal. Und um was Besseres kann man bitten, als um Selbstständigkeit für Allah Ta'ala und Verantwortung für Allah Ta'ala, ja, für die Umma der Muslime. Ein jeder von uns, liebe Geschwister, möchte selbstständiger werden. Die Unverheirateten, sie wollen heiraten. Die Schüler, sie wollen gute Noten, damit sie so lange wie möglich in der Schule bleiben können, damit sie danach angenehmere, ja, und auch anspruchsvollere Arbeiten, Berufe werden ergreifen können. Ja, und die Studenten, sie haben ihre Prüfungen auch auf dem Herzen, Alhamdulillah, in Verantwortung vor Allah Ta'ala. Und die Arbeiter wollen vielleicht auch die ein oder andere Beförderung haben oder einfach nur sicher ihre Arbeit gut machen. Und wir alle wollen mehr für die muslimische Umma geben. Egal in welcher Moschee oder in welcher muslimischen Organisation oder in welchem Feld, ja, humanitäre Hilfe oder soziale Arbeit oder, ja. Wir alle wollen das. Wir alle wollen bei Allah Ta'ala eine Beförderung bekommen, dass wir mehr Verantwortung tragen dürfen, damit diese Verantwortung uns trägt. Und damit wir Selbstständige auch sind und andere versorgen dürfen und nicht umgekehrt. Das ist etwas, was mir ein älterer Bruder, Allah Ta'ala möge ihn segnen, durch seine Sprache mitgegeben hat. Er sagt, es gibt verschiedene Tiere im Tierreich. Ja, es gibt Geier und Hyänen. Sie müssen darauf warten, bis ein Löwe ein Tier reißt, damit sie am Ende reißt, also erbeutet, damit sie am Ende etwas zu essen haben. Aber der Löwe, er ist deswegen ein geehrtes Tier, weil er ist nicht von den Resten anderer, sondern er jagt selbst und er lässt übrig für andere. Wir alle wollen so werden, oder nicht? Und noch etwas, was uns ein bisschen kitzeln soll. Ja? Johann Wolfgang von Goethe hat 1819 eben diese Nacht, die uns in wenigen Stunden erwartet, feierlich verbracht, ja? Weil der Koran herabgesandt wurde in dieser Nacht. Johann Wolfgang von Goethe, der auch in privaten Briefen schrieb, dass er sich in schweren Zeiten an den Islam hält. Und es gibt einige Muslime, die gehen so weit und sagen, wir erklären ihn zum Muslim, posthum, nach seinem Tode. Und andere Muslime sagen, wir überlassen diese Angelegenheit Allah Ta'ala, sie ist gewissermaßen mehrdeutig.
Motiviert uns das auch so ein bisschen, so als Frankfurter, ja, Johann Wolfgang von Goethe hat 1819 dieser Nacht gedacht. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Nur so eine Spielerei, um euch ein bisschen zu kitzeln. Es war vor 97 Jahren. Vor 97 Jahren. Und in welcher, wenn man die Reihenfolge betrachtet, im Koran, welche Sura ist Surat al-Qadr? Die 97. Ein bisschen, um euch ein bisschen zu kitzeln, aber ja, was für uns wichtig ist, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die in der 27. Nacht stattfindet. Wir wissen, er sagte, er nannte auch die anderen vier ungeraden Nächte, aber Ubay ibn Ka'b, der einer von vier geehrten Prophetengefährten war, die jeden einzelnen Vers, jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Buchstaben des Korans vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam direkt gelernt haben. Und er sagte, es ist die 27. Punkt. Und er sagte nicht Inshallah. Aufgrund dessen, was er erlebt hat in der Zeit mit dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und den Prophetengefährten. Von daher, wir sollen davon ausgehen, wir dürfen davon ausgehen, aber natürlich strengen wir uns in den anderen Nächten genauso an. Ja Allah, ja Mujib, ja Mujib, ja Mujib, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte vergib uns, bitte helfe uns aus Liebe fünfmal am Tag täglich zu beten, oh Allah, in der richtigen Zeit. Und helfe uns, dass wir durch das Gebet von den großen Sünden fernbleiben und an unseren kleinen Sünden arbeiten. Schenke uns, Allah, dass wir Verantwortung tragen dürfen in unserer Familie, in unserer Gesellschaft, in unserem Klassenraum, im Seminarraum, auf der Arbeit, in unserer Nachbarschaft, überall auf der Welt, oh Allah, wo wir sein mögen, dass wir Verantwortung tragen dürfen. Oh Allah, bitte schenke uns Selbstständigkeit und dass wir nicht von anderen Menschen abhängig sind, dass wir einzig und allein von dir abhängig sind, oh Allah. Oh Allah, bitte schenke uns erfüllte Bittgebete und eine Vergebung all unserer vergangenen Sünden, oh Allah. Und bitte schenke uns, dass wir jedes Jahr immer wieder in den besonderen Nächten, den letzten 10 Nächten des Ramadan, uns in der Moschee aufhalten und um das Gute bitten und um Zuflucht bitten vor dem Schlechten bei dir, oh Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Oh Allah, für all die Menschen, die hart geprüft sind, die bekriegt werden, die gefoltert werden, die gefangen sind, die getrennt von ihren Familien sind, die sich auf deinen Weg mit all dem, was sie haben, einsetzen, mit ihrem Geld, mit ihrem Vermögen, mit ihrem Leben, oh Allah. Bitte segne diese Menschen, bitte helfe ihnen, bitte schenke ihnen deine Erleichterung und deinen Segen, oh Allah. Bitte heile die Kranken unter uns und bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte helfe uns in der Erziehung unserer Kinder und bitte schenke den Kinderlosen rechtschaffene Kinder, oh Allah, und den Familien eine Harmonie, oh Allah, und lasse uns entfernen aus unseren Herzen Groll und Neid und falschen Stolz und Faulheit und Trägheit, oh Allah, und Begierden dem Sündhaften gegenüber. Bitte schenke uns reine Herzen, schenke uns das Leben, den Weg der Reinigung, oh Allah, und bitte vereine unsere Herzen auf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und bitte schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch er bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi أجمعين